Hey Leute, hier nochmal ganz kurz zu zeigen, wie das Bild funktioniert. Also ich habe genau das, was ich euch gerade gezeigt habe beim Bildguide. Bin zur Shape reingegangen, um zu schauen, ob der Schaden wirklich ausreicht jetzt schon. Und das ist jetzt ein 6-Link mit Level 19 Gems. Also noch nicht voll maxed und ist kein Überlapp noch dabei. Also da fehlt noch einiges an Schaden. Trotzdem hat das eigentlich fast gereicht. Der war in Culling Strike Range. Ich hatte jetzt kein Culling Strike Support Gem, aber wenn man noch Culling Strike dabei hat, dann würde es reichen. Also das ist die Abfolge. Man geht zum Bossfight. Ungefähr 2 Sekunden bevor der Bossfight losgeht. Bei Shaper ist es diese Handbewegung. Der macht so die Arme nach oben. Da, diese Bewegung. Das ist der Zeitpunkt, wo ihr anfängt, die Minen zu schmeißen. Dann steckt ihr die Minen. Und dann, ungefähr nachdem er diesen Swipe gemacht hat mit seinem Arm, klickt ihr die Detonationstaste der Minen. Damit die ersten zwei Minen machen noch relativ wenig Schaden, aber man möchte halt den Burst haben. Und dann aktiviert ihr euer Val Purity, Val Feuer Purity, euer Val, besser, Val, Val, Righteous Fire, genau, Val Righteous Fire, euer Val Purity an und ja, schmeißt weitere Minen noch hinterher, wenn ihr wieder Mana habt. Das war auch das zweite Problem. Ich habe noch ein bisschen wenig Mana. Man müsste noch vielleicht ein bisschen mehr Mana in dem Bild irgendwie reinstecken, damit man leichter die Minen schmeißen kann. Weil ich hatte hier gerade keine Mana. Das heißt, die Combo war etwas kleiner, was ein bisschen unglücklich ist. Aber wenn ihr die HP anschaut vom Boss, also der hatte jetzt 50%, nach der Combo wird er 10% haben. Nach einer Sekunde. Seht ihr die HP? Da. Er hat leider den Slam gemacht. Vielleicht 50% Leben. Aber, na, 50% Leben konnte ich abziehen. ganz. Ah, fuck. Man hat, ja, da hat man kurz gesehen, wie viel AP er hatte nach der Combo. Jetzt sieht man's. Also er hatte 10% Leben ungefähr. Das ist fast in Culling Strike Range. Und wie gesagt, beachtet, das sind Level 19 Gems und kein Überlapp. Das heißt, da kommt noch Schaden dazu. So viel zu dem Bild. OP, OP. Bis später.